Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Plugin-Tutorial. Und zwar befassen wir uns heute mit Game Mode Changer 1.1 für Buggy-Version 1240. Das ist übrigens wieder die neueste. Zunächst einmal schauen wir uns erstmal, erkläre ich euch mal, was das Plugin ist. Das Plugin ist einfach ein Plugin, das den Game Mode des einzelnen Spielers ändert. So, das heißt, man braucht als ob nicht mehr die Befehle eingeben, dass er und jedem Einzelspieler Creative Mode einstellen, sondern das kann jetzt jeder Spieler selber. So, zunächst einmal schauen wir uns hier ganz unten die Permissions Notes an. Wichtig für die User, die wechseln dürfen, ist das hier und das hier. Also man macht es am besten, wenn ihr es nicht unbedingt alles reinschreiben wollt, einfach gmc.use.sternchen. Und damit habt ihr diese drei alle zusammen. Das hier ist create. Die drei Dinger sind die rechte, so ein Schild hinzustellen. Das würde ich natürlich nur den Admins einstellen. Und das hier ist den Befehl nutzen können, einen einfachen Befehl als den Ob nutzen kann. Allerdings ist das jetzt, das hebt natürlich die Schilder auf, dann sind die Schilder nicht mehr notwendig. Also ich würde das wirklich auch nur für die Mods, Moderatoren oder so mal einbauen, diese Command. Natürlich Admins auch. Okay. Ich mache es auf die herkömmliche Art. Ich gebe das jetzt in die Datei ein für die User und dann zeige ich euch, wie es auf dem Server aussieht. Datei wird hier runtergeladen, hier oben. Wo ist sie dann? Hier einfach draufklicken und runterladen. Es ist eine Ja-Datei, die direkt in den Plugin-Ordner ein. Denkt dran, Server stoppen, Permissions eintragen, wenn ihr es auf die herkömmliche Art macht. Dann die Ja hochladen, Server starten und Server erstmal wieder stoppen und die Konfiguration einstellen. Das machen wir jetzt. Das heißt, wir stoppen den Server, laden das hoch und starten und stoppen den Server. So, ich habe den Server gestartet und wieder gestoppt und wir haben einen Ordner, der heißt Game Mode Changer und da ist die Konfiguration drin. Wir haben einmal die Worlds. Mal gucken, was da drin ist. Wieso ist das als Text bei mir? Na gut. Ja. Was das auch immer bedeuten mag, also ich würde da jetzt nichts ändern, keine Ahnung. Gehen wir in die Konfiguration rein. So, da ist auch nicht sehr viel. Fails no true, yes. Toggle sign, also ob das aktiv ist, also true, klar. Toggle in Game Mode removing a world. Wenn man die Welt wechselt, das ist für Multiworld ganz interessant, dann wechselt er auch den Game Mode wieder. Das heißt, wenn jetzt jemand als in einer einen Welt der Creative ist und dann in eine andere Welt teleportiert, dann wechselt der Game Mode wieder um auf Survival. Wie das müsst ihr entscheiden, wie ihr es macht. Ich würde es auf True machen, dass man halt in der alten Welt, dass man halt in jeder Welt Creative ist. Das ist halt jetzt. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Hier halt der Creative Mode wird deaktiviert und der Survival Mode, wenn man die Welt wechselt, wird aktiviert. Das würde ich auch vielleicht doch auf Fails lassen. Okay. Entschuldigung. Also viele Einstellungen sind da eigentlich gar nicht zu machen, eigentlich gar keine. Das Ganze speichern wir und wir starten jetzt den Server mal wieder. So. Gut, dann Server startet und wir loggen uns ins Spiel ein. So, wir sind jetzt auf dem Server und stellen alles ein. Hier erstmal brauchen wir ein paar Sign. Dann nehmen wir erstmal das erste Sign. Gut, wie sieht ein Sign aus? Ein Sign hat zwei Stellen, die erste Stelle und die zweite Stelle. Die erste Stelle ist den Befehl. Der Befehl ist natürlich ganz klar, der ist festgelegt. Eckige Klammer, Game Mode, Klammer zu. Muss ich gerade gucken, ob es zusammengeschrieben wird oder nicht.
Dazu wechseln wir einfach ins Forum, Game Mode, Game zusammengeschrieben, aber großes M. Na gut, dann so. Und in der zweiten Zeile halt, wie man sich entscheidet. Wir fangen einfach an mit dem Game Mode Creative. Ich glaube, das ist noch ein E dran. Genau. So, und fertig. Okay, ihr seht, grün ist aktiviert und auch kommt auch ein Text. Game Mode Change Creative Sign was successfully created. Super. Jetzt brauche ich noch zwei andere Signs. Ja. Yeah. Ach, was. Wir wechseln jetzt einfach den Mod, indem ich hier einfach drauf haue. Mit Link oder Rechtsklick? Mal gucken. Ah, mit Rechtsklick. Gut, also mit Rechtsklick draufhauen. Your Game Mode has been changed. Gut. Also ich müsste jetzt einen anderen Game Mode haben. Wir gucken mal ins Inventar. Ja, ich bin Creative und jetzt holen wir uns noch ein paar Schilder. Deswegen habe ich ja den Game Mode eigentlich gewechselt. Dumm die dumm, da ist er. So, eins. So, und noch eins. So, das reicht erstmal. So. So, und jetzt machen wir unseren nächsten Game Mods Changer. Und zwar den Game Mode Survival. Das war's schon? Ja. Und er hat's genommen und jetzt einfach. Rechts liegt drauf. Scheiße, nicht mit dem Schild. Mein armes Schild. Kacke, wechseln. So. Ja, gut. Also, rechts liegt drauf und wir haben den G-Mod gewechselt in Survival. Gucken ins Inventar, ist wieder alles da. Super. Und jetzt kommt das letzte Schild. Das Toggle-Schild. Also, wenn man nicht unbedingt 2 10.000 Schilder hinstellen will, macht man halt nur eins. Also wenn jeder nach gut Dünken wechseln darf, macht man eins. Macht halt Game Mode und Toggle. Sieht nicht wie ein E aus, aber doch. Ja, okay. Und jetzt haben wir einen Toggle. Jetzt können wir, so. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht irgendwie vereinzelt den Leuten irgendwo irgendwelche Schilder versteckt lassen wollt, dann nimmt er einfach Toggle, dann kann jeder entscheiden, selbst entscheiden, aber jetzt gerade das macht er nicht. So. Und top. Und jedes Mal, wenn ich draufklicke, ändert er den Mod. Mode. So, wunderbar. was wollte ich jetzt noch? Ach ja, genau. Das zum Beispiel als Tipp ist sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel gerade dabei seid, das zu bauen und sagt, okay Leute, ihr dürft jetzt kurzer Zeit den Creative Mode nutzen und stellt einfach so ein Creative Schild hin. So, nach getaner Arbeit müssen dann alle auf den Survival Dings klicken. Ja, das war's. Das war der ein einfaches Tutorial über den Game Mode Changer und ich finde ihn ganz cool. Ach, bevor ich es vergesse, wir wollen ja auch die Befehle testen. Das heißt, wir sind das schon, na egal. In die Mitte. So, Time Day. Es wird nicht wieder dunkel. Ach, klappt eh nicht. Na gut, es regnet wahrscheinlich gleich. Nee, also Game Mode. Glaube ich so. Ah, nee, das ist nicht der Befehl. Moment, muss ich gerade reingucken. Game Mode Changer, ja, okay. Game Mode Changer. So, und dann kriegen wir hier eine Übersicht über den Game Mode Changer. Toll. Voll nützlich. Okay. Und jetzt können wir wechseln. Da gucken wir jetzt auch einfach rein. Mit Creative und mit Survival. Gut, die einfache. Es geht auch mit Game Mode, was ein Ob kann, aber wir sind ja kein Ob, sondern nur ein Admin. Also kann man jetzt mit zum Beispiel so Creative den Mod wechseln, also meinen, also den eigenen Mod geht das nur bis jetzt, man kann jetzt den Mod von jemand anderen wechseln, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann kann man Survival wieder umwechseln. Ja, und man kann das als Admin natürlich auch einfach abschalten. Jetzt muss ich gerade gucken, GameCD ist able.
indem wir einfach GMC disable eingeben. Changer is now disabled. Also er funktioniert nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt hier draufklicken, wie ich will. Es passiert nichts. Kann ich den auch wieder aktivieren? GMC enable. Warte mal. Kann man gucken, wie war der andere disable? Okay. GMC enable. Nein, geht nicht. Also man muss den Server dann neu starten, wenn man das wieder aktivieren will. Egal. Okay, das war der Game Mode Changer Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Dafür, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Drückt auf Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und es nützlich war für euch, das Tutorial. Kommentiert und fragt in den Kommentaren. Und abonniert und favorisiert das Video, wenn es euch noch in Zukunft nützlich sein soll. Und abonniert den Channel, wenn ihr wissen wollt, wann das nächste Tutorial kommt. So, das war's. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und bis zum nächsten Mal. Tschüss.